Der Hyundai Kona fährt mit 1,6 Liter Turbo, Vierzylinder und 177 PS zum Einzeltest. Mindestens 25.000 Euro kostet der kompakte koreanische Soft-Offroader. Was ist eigentlich ein Soft-Offroader? Bodenfreiheit und Kunststoffbeplankung versprechen Geländetauglichkeit. Doch in erster Linie ist er für die Straße gedacht. Das Design mutig. Gilt das Gleiche auch für das Cockpit? Dann fangen wir im Kona mal mit dem berühmten Doe Shepard Nix-Test an. Und zwar hat das die Lenkhöhenverstellung damals betroffen. So, das klingt sehr satt, das hat Hyundai gut gemacht. Das Lenkrad fühlt sich auch gut an. Das ist hier ein schönes Leder, das da drüber gezogen ist. Das ist hier auch schön genäht, das macht Spaß. So, jetzt gucken wir mal hier an den entsprechenden Hebeln. Da ist entscheidend, dass die entgratet sind. Das fühlt sich nämlich nicht schön an, wenn das nicht gemacht ist. Aber das ist eigentlich ziemlich sauber hier gemacht. Und hier, das ist weich, aber was ist das hier? Das ist auch hart, das ist alles hart, 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 hart. Das müsste auch nur weich sein. Nee, das ist hart. Das ist ja lustig. Das sieht genauso aus wie das hier. Ist ja identisch genarbt, aber das ist hart, das ist quasi fake und das ist echt. Das Ganze ist aber sehr stabil zusammengenagelt. So, was haben wir hier an Anschlüssen? Das ist auch noch ganz interessant. Wir haben hier zwei 12-Volt-Anschlüsse. Ich weiß ja nicht, für was man zwei 12-Volt-Anschlüsse braucht. Ich brauche das nicht. Mir würden dagegen zwei USB-Anschlüsse reichen und hier gibt es nur einen. Aber das Schöne ist, und das gibt es leider nur selten bei den Autos, dass der auch noch beleuchtet ist. Was ich noch sehe, ist hier eine induktive Ladefläche für Handys. Das ist auch praktisch gemacht. Also insgesamt ist das jetzt nicht der höchst qualitative Innenraum. Aber es ist gute Qualität. Es folgt der Qualitätscheck auf der Landstraße. Der 177 PS Turbo koppelt an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Geht da was? Natürlich geht da ein bisschen was. Der Motor hat ja Dampf. Aber er klingt lauter, und ich rede jetzt auch ein bisschen lauter, weil der Motor ist recht laut, als er denn wirklich geht. Im direkten Vergleich fällt das auf. Wenn man das Auto für sich alleine hat, fällt nicht auf, dass es andere gibt, die schneller gehen. Aber dass er laut ist, das fällt auf. Leider. Nicht nur laut, sondern auch durstig. 9,8 Liter sind es im Testverbrauch. Die Werksangabe fällt deutlich niedriger aus. 6,7 Liter, die der Hyundai Kona auf dem NEFZ-Prüfstand verbraucht, die sind eher ins Reich der Fabel zu verweisen. Also das Auto, keine Ahnung, ob der Prüfstand bergab stand, also jedenfalls ist das in der Praxis kaum zu machen. Da fährt man eher 7,5, 8 Liter mindestens. Und beim Automotor- und Sporttestverbrauch darf man nie vergessen, er ist ein bisschen zügiger gefahren. 9,8 Liter, das ist schon eine Menge für so ein kleines Auto. Knapp 4,20 Meter ist der Kona kurz. Trotzdem könnte man meinen, er sei etwas zu dick, wenn man in das Datenblatt schaut. Das Gewicht des Autos finde ich nicht zu hoch. Ich meine, es ist ein Kompakt-SUV, hat Allradantrieb, er hat einen 1,6 Liter Motor mit 177 PS drin, man kann ordentlich was reinpacken und trotzdem liegt er noch unter 1,5 Tonnen, das passt doch. Das Ladevolumen reicht von 361 bis 1143 Liter. Damit liegt der Kona im Klassenmittelfeld. Doch eine wichtige Frage ist noch nicht geklärt. Komfort. Die Straße hier ist nicht wahnsinnig uneben und trotzdem kopiert er hier wirklich die kleinen Hügel, die hier drin sind, die Unebenheiten. Schade, jetzt wird es wieder glatt. Jetzt fühlt sich so an, als würde er gut federn. Macht aber die Straße. Runter von der Landstraße, ab auf die Teststrecke. Was kann der 26.400 Euro teure Testwagen dort? Ab geht's. Oh, der kommt aber nicht so richtig in die Puschen. Hallo? Das ist ein bisschen schade. Also er könnte jetzt mit mehr Zug und mit mehr Schlupf losfahren. Jetzt aber 100 km/h. Das Ergebnis fällt besser aus als gefühlt. 7,4 Sekunden dauert der Standardsprint. Weiter geht es mit dem Bremstest. Anker werfen. Ja, tigert so ein ganz klein bisschen, aber steht ziemlich zügig. Und da muss man sich auch nicht wundern, denn das gute Kona-Stück steht auf 235er Schlappen von Hankook. Und die helfen bei der guten Verzögerung. So braucht der Hyundai 35,5 Meter bis zum Stillstand aus 100 km/h. Vielleicht helfen die Reifen auch im Slalom. Die Lenkung könnte etwas präziser sein. Das ESP greift kräftig ein, aber es ist nicht unsicher.
Durchschnittlich 60,2 km/h erreicht der kleine Koreaner zwischen den Pylonen. Also den Kona würde ich mir kaufen, weil er ein günstiger, gut ausgestatteter SUV mit viel Garantie ist. Ich würde ihn mir nicht kaufen, weil das Auto für mich in seiner Entwicklung und Abstimmung noch nicht fertig wirkt. Mit dem Kona gibt es ja jetzt noch einen weiteren SUV in der ziemlich stark wachsenden SUV-Gemeinde. Wie sieht denn das bei euch aus? Braucht ihr noch mehr SUVs? Oder sagt ihr, jetzt ist mal Schluss? Schreibt es unten.